Hallo miteinander zu einer weiteren Ausgabe hier zu unserem Online-Fördertraining hier während dem zweiten Lockdown. Wir begrüßen ganz herzlich Fabian. Servus. Und meine Wenigkeit, Marc von MFS. Wir machen heute das Online-Fördertraining mit euch. Ihr kennt es ja wahrscheinlich schon, die meisten waren schon öfters bei uns dabei, auch vielleicht im ersten Lockdown. Wir machen einfach jetzt hier ein Online-Programm für ca. 45 Minuten, eine Stunde mit euch. Alles, was ihr braucht, ist eine Möglichkeit, irgendwie eine größere Fläche, sprich im Idealfall räumt ihr ein bisschen das Wohnzimmer vielleicht leer oder um oder habt da schon eine große Fläche von Haus aus. Wir haben natürlich jetzt hier sehr viel Platz gerade, vielleicht auch wenn ihr dann so 3, 4, 5 Meter haltet, mal 4 oder 4 mal 4 Meter, wäre schon ideal. Und natürlich braucht ihr einen Ball, eine Murmel, damit wir überhaupt arbeiten können, fußballerisch. Und als Hütchen, wir haben das Hütchen natürlich in unserem Fundus, könnt ihr gerne satzweise Trinkflaschen nehmen, lieber aus Plastik als aus Glas, einfach zur eigenen Sicherheit. Oder eben die berühmte Klopapierrolle oder. Da könnt ihr alles nehmen, was ihr wollt, wie ihr es braucht. Und wir haben heute noch ein Tor, wobei das Tor kann man auch dann, wir haben jetzt hier eine Bank genommen, die wir einfach zur Verfügung haben, aber ihr könnt natürlich auch einfach zwei Hütchen nehmen, zwei Flaschen hinstellen oder vielleicht habt ihr auch sogar eine Kiste oder irgendwas, was ihr nutzen könnt. Da könnt ihr einfach selber euren Anspruch wählen. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Aufbau vom Training. Wir haben eine Übung vorbereitet, die wir in zwei verschiedenen Varianten durchführen werden. Dazwischen werden wir ein kleines Kräftigungs- und Stabilisationsprogramm mit einbauen. Und am Ende werden wir noch eine dritte Übung machen als, wie soll ich sagen, ja, als Wettbewerb, ein kleines Spielchen sozusagen, und dann ist das Training auch schon für heute vorbei. Gut, was vergessen, fällt dir was ein? Alles gesagt worden, ne? Lass uns beginnen. Dann lasst uns beginnen. So, zur ersten Übung. Ihr braucht, wie ihr sehen könnt, schon 1, 2, 3 Übungen oder übungsähnliche Gegenstände für die Übungen selber und noch irgendeine Art von Tor. Welche Variante ihr da nehmt, ist euch überlassen. Das Hütchen, die Hütchen stellt ihr auf in Form eines Dreiecks. Startpunkt ist unten. Dann habt ihr ungefähr ja schon eine längere Distanz, versucht das Maximum rauszuholen. Habt ihr nicht so viel Platz, dann macht ihr es halt einfach kleiner. 1, 2, 3, 4 Schritte sind es ungefähr. Das ist schon relativ groß. Wenn ihr aber die Hälfte haben sollt, dann macht ihr es ein bisschen kleiner. Wird vielleicht für den einen Frontaldrücken etwas schwieriger, zur Not müssen wir den einfach weglassen. Genau. Gut, 1, 2, 3, das Tor bauen wir dann quasi hier aus, wenn wir auf der anderen Seite sind, vom Dreieck versetzt auf. Startpunkt unten, von der Seite aus, vom Doppelhütchen aus gesehen rechts. Und dann einfach so, dass ihr quasi zwischen diesen zwei Hütchen, je nach Distanz, wenn ihr draußen seid, könnt ihr das Tor natürlich viel weiter hinter tun, desto weiter es hinten ist, desto schwieriger ist es, das Ziel zu treffen. Für uns ist es genau richtig so. Und dementsprechend können wir auch starten. Genau. So, wir starten mit einer Standardkombination, einem Frontaltrick, einem Wendetrick und bauen da oben noch eine kleine weitere Komponente ein. Wir gehen es einfach mal schrittweise durch. Wir starten mit dem Ball unten vom Dreieck an der Spitze, von uns aus gesehen auf der linken Seite, machen einmal ziehen, tappen. Und zwar mit dem rechten Fuß ziehen den Ball quasi von der linken Seite zu unserem Körper hin. Öffnen unsere Körperseite, sodass wir quasi auf der rechten Seite vorbeigehen könnten. Kappen mit der Innenseite zurück. Parken den Ball wieder auf der Startposition. Machen einen Ziehen-Fußwechsel von links nach rechts. Und machen dann auf der anderen Seite quasi nochmal Ziehen-Kappen. Diesmal mit dem linken Fuß auch öffnen die Position. Wieder zurückkappen und dann gehen wir frontal raus. Natürlich ohne zwischendrin den Ball zu stoppen, sondern versucht es in einer flüssigen Bewegung zu machen. Versucht das Ganze mal. Also ziehen, kappen, zurück, ziehen, Fußwechsel, ziehen, kappen mit dem linken Fuß zurück. Dann gehen wir mit einem Schiebekontakt vorne raus, laufen auf das von uns aus gesehen rechte Hütchen im Dreieck frontal zu, machen einen Schweige mit dem rechten Fuß, drehen dann quasi mit dem rechten Fuß über den Ball von innen nach außen und machen einen leichten Hopser. Das heißt, hier Schiebekontakt, einmal rübergleisen, kurz leichter Hopser, laufen an dem Hütchen hier vorbei, machen oben an der Seite eine
Zidane-Wende, wobei wir die einfach nach links sozusagen in die Mitte reinlaufen lassen, das heißt drübersteigen. Wir bremsen den Ball nicht ab mit dem dritten Kontakt mit dem rechten Fuß, sondern lassen ihn einfach laufen. Und der dritte Kontakt würde ja normalerweise jetzt hier nach vorne gehen. Den integrieren wir gleich in die nächste Trickvariante mit dem Schussknaller. Das heißt, der dritte Kontakt ist dann quasi die Schussbewegung, wo wir den Ball dann rüberstreichen und zurückführen werden. Und dann kullert der Ball sozusagen durch das Hütchentor zurück. Und wir machen noch eine Schussfinte mit dem rechten Fuß, so dass wir auf dem linken Fuß rauskommen und spielen einen Zielpass mit dem linken Fuß in das Tor rein. So, das ist wahnsinnig viel jetzt gewesen. Aber wir werden es einfach jetzt mal schrittweise gemeinsam ein paar Runden durchmachen. Erstmal mit mäßigem Tempo, dann werden wir das schrittweise steigern, sodass wir die Abläufe verinnerlichen können. Und sobald wir sie endlos haben, versuchen wir auch das Tempo zu steigern. Okay? Ich mache es noch einmal durch und danach werden wir einfach mal ins Live-Coaching reingehen und immer wieder parallel coachen. Okay? Also, wir starten wieder mit dem rechten Fuß, ziehen, cutten, schön öffnen. Schaut, dass beim Cutten natürlich der Ball mehr zurückläuft, weil sonst ist die Cut-Bewegung nicht da. Cutten tendenziell immer vorne mit der großen Zehe öffnen und dann mit der großen Zehe zurückcutten. Also hopp, hopp, ziehen, Fußwechsel, ziehen, cutten. Schiebekontakt nach vorne, Schweini, Zidane in die Mitte reinlaufen lassen, Schussknaller zurück, Schussfinte, sehr weit über die Achse. Habt ihr auch schon gemerkt, desto mehr der Ball wegläuft und desto mehr ich sag mal, über meine Achse schlagen muss beim Pass, desto schwieriger ist es. Deswegen ganz wichtig, Standbein eingraben in die Richtung, wo ich auch hinpassen möchte. Zehenspitze ist sozusagen mein Visier, wo ich das dann anpeile und spiele rüber. Und sobald ich natürlich sehr weit in die Achse schlagen muss, sprich wenn ich vorne bin und der Winkel sehr spitz ist, wird es natürlich umso schwieriger, weil mein ganzer Körperschwerpunkt mitdrehen muss und ich werde wahnsinnig instabil. Genau. So, gut. Viel reden, parallel Übungen machen und so weiter. Anstrengend. Also, Fabi? Ja, dann starte ich die ersten Runden ein bisschen langsamer und steigere mein Tempo. Ja, schauen wir mal. Also ziehen Kappen, ziehen Fußwechsel, ziehen Kappen, wunderbar. Schiebekontakt, Zidane reinlaufen lassen, hopp, hopp, sehr gut, Schussfinte, zack und pass. Gut. Nochmal. Weiter. Okay. Schauen, dass wir reinkommen. Ziehen Kappen, genau. Jetzt weiß ich, was ich eigentlich sagen wollte. Auch kurz einen Moment gebraucht. Können wir weitermachen? Alles richtig gemacht. Schussfinte, zack. Zack, so. Und zwar beide beim Schiebekontakt. Schiebekontakt, was bedeutet das eigentlich für dich? Den Ball qualitativ flach zu halten, zu schieben, dass ich gleich quasi in die Vorbereitung von den Trick reingehe. Das ist zu Temposteigerung. Genau, Temposteigerung dadurch, dass ich aber den Ball schön schiebe, das heißt, der Ball liegt ordentlich, ich muss nicht mich darum kümmern, dass der Ball irgendwie links und rechts hin pendelt. Und ich kann einfach Tempo steigen und dann gleich meinen Trick auch dadurch schneller durchführen. Schiebekontakt gibt es auch mit anderen Fußseiten, sage ich jetzt mal, also nicht links, rechts, sondern was ich, auf dem Stand heraus, vielleicht noch mit der Sohle kann man ja auch anschieben, theoretisch. Wobei man das eher aus dem Stand heraus macht. Mhm. Innenseite geht auch oder nicht? Was würdest du sagen? In manchen Situationen vielleicht, aber für Temposteigerung finde ich, dass es einfach von außen ein bisschen schneller geht. Genau, es ist halt einfach, man hat halt einen guten Laufschritt, sage ich mal, weil du halt einfach diese Laufbewegung natürlich auch mit den Zehenspitzen nach vorne hast. Dementsprechend, wenn du hier vorne mit der Sohle rausarbeitest, der nächste Schritt setzt dann schön frontal nach vorne auf. Wenn du mit der Innenseite arbeitest, hast du halt eine leichte Rotationsbewegung drin. Kann aber nicht verkehrt sein, wenn du halt zum Beispiel schräg rausgehst und dann hier reingehst, dann gehst du ja auch vielleicht in diese Rotation von Haus aus hier rein. Mhm. Genau. Gut, kurzer Exkurs, jetzt schauen wir mal rein, dass ihr reinkommt. Also, ziehen, cutten, ziehen, Fußwechsel, ziehen, cutten, Schiebekontakt, Schweini, zack, zack, zack. Genau, nochmal, Schussknaller, schauen, dass wir gerade zurücklaufen. Nicht schlimm, Schussfinde kann ich ja korrigieren. Ja. Oh, Doppelpfosten! So, wenn ihr merkt,
Abstand ist zu eng, weil die Map beim Schwein, den brauche ich schon eine krasse Reichweite, sagen. Oder eine relativ gute Reichweite. Das heißt, damit ich überhaupt diese Schwungbewegung machen kann. Deswegen, wenn ihr diese Distanz nicht haben solltet, kann ja wirklich sein, dann können wir auch einfach das 3 kleiner machen, sozusagen, falls ihr jetzt so viel Raum haben solltet. Und dann alternativ lassen wir den Schweini weg, fahren vielleicht was wir machen ohne Schweini. Das heißt, Ablauf bleibt gleich, ziehen, kappen, ziehen, Fußwechsel, ziehen, kappen. Und jetzt gehen wir direkt in diese Darmwände rein, laufen lassen, Schussknaller, Pop, Schussfinte und dann. Das ist also die Variante, wenn ihr beschränkt weniger Raum habt, dann könnt ihr es entsprechend hier eben auch kleiner machen. Genau. Das nur als eben Anpassung, falls ihr ein, ja, falls da ein Couchtisch dazwischen steht oder ihr nicht die Luxusvilla habt, weil es nicht jeder haben kann. Ja, auch nicht daheim, aber ja, man muss sich einfach die Gegebenheiten anpassen. Genau. So. Ein paar Runden am Stück. Ich würde sagen, vielleicht nochmal kurz ziehen, kappen. Nochmal kurz vielleicht erklären, was da wichtig ist. Also wichtig ist hier wieder, dass wir natürlich mit dem Ball ein bisschen laufen lassen. Ja? Wenn wir hier reingehen, dass wir nicht gleich hier schon machen, weil das ist nicht der Sinn. Da wird unser Gegenspieler nicht drauf reinfallen, wenn wir nur so machen. Das heißt, wir müssen den Ball ein bisschen laufen lassen. Am besten wieder ein bisschen mit Finden arbeiten, ein bisschen auch vielleicht in die Richtung schauen, dass wir wirklich hier unseren Gegenspieler dazu bringen, dass wir wirklich auf die Seite wollen. Kurz schauen, dann können wir nochmal rübergehen, dass im besten oder im idealsten Fall der Spieler einfach hier drauf reinfällt und wir hier eigentlich den Platz haben. Genau, also beim Standtrick gehen wir normalerweise aus, Spieler kommt angelaufen, dann gehen wir auf die andere Seite raus. Und in dem Fall hier gehen wir davon aus, dass der quasi der Spieler erkennt, dass wir auf der Seite rausgehen. Hopp, und normalerweise, der läuft jetzt quasi schon, macht näher an dessen Richtungswechsel und jetzt gehen wir mit dem ersten Kontakt quasi nicht mit der Innenseite nach da raus, sondern kappen jetzt nochmal zurück ab und reagieren quasi auf die Situation, dass der Gegenspieler erkennt, dass wir jetzt hier quasi eine Situationsveränderung haben. Genau. Das ist richtig, Situationsveränderung. Gut, nicht merken. So. Also, dann bitte, Fabi. Also, ziehen, kappen, ruhig noch ein bisschen mehr die Schulter öffnen vielleicht. Genau, anschieben, Hütchen nicht faulen. Sehr gut, hopp, anziehen. So, Schussfinte, springe noch, damit es dynamischer. Ja. Berücksichtigung natürlich der Abstimmung des Raums hier in dem Fall. Genau, und ich würde sagen, noch eine Runde, Fabi, gut. Und dann machen wir ein kleines Handicap. Okay. Öffnen, sehr gut. Schiebekontakt, Schweine wunderbar. Zack, 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 zurück. Auf, schön die Wand reinspringen, genau. So, damit der Nachbar auch schön hier merkt, wir sind da. Klopfen wir einmal an. Genau. So, Handicap. Und zwar, wir nehmen zwei Hütchen, haben wir schon parat von mir gemacht. Müsst ihr nicht machen natürlich. Wenn ihr habt, Glück haben wir ein kleines Schwernis. Wir haben jetzt hier ein relativ großes Tor. Ihr könnt auch einfach das Tor verkleinern, dann wird es dementsprechend schwieriger. Oder ihr baut vielleicht auch einfach eine Art, würde ich sagen, Holzlatte, Bank, irgendein Utensil, vielleicht ein Kissen vor das Tor, wenn es so groß ist. Dann habt ihr entweder einen Tormann, der simuliert wird, oder ihr legt eine flache Bande drüber oder irgendwas, wo ihr dann quasi rein chippen müsst. Bitte schaut uns darauf daheim, dass ihr einfach keine Vitrinen oder Glasregal oder drüber ein Regal habt mit dem alten Porzellan von der Oma. Das wäre kontraproduktiv, aber auf eigene Haftung könnte es natürlich das Risiko gehen. Wir machen es folgendermaßen, wir nehmen zwei Hütchen, wir arbeiten ein bisschen mit Farben, das heißt, wir versuchen es auch ein bisschen reaktiver zu machen und eine schnelle Entscheidung einzubauen nach Farbwahl, das heißt, Fabio macht genau die gleiche Übung wie gerade eben. Machen wir auch gleich einen Wechsel, gehen dann hier durch und sobald er die Schussfinte gemacht hat, sage ich eine Farbe an, grün. Grün ist übers Tor, ne? Grün ist übers Tor, auf das Porzellan der Oma. Okay. Also, probieren wir es nochmal. Nein, blau natürlich, blau oder rot. Das heißt, ich sage zum Beispiel blau, dann muss der quasi hier in die linke Ecke schießen und wenn ich rot sage, dann schießt er in die rechte Ecke. Aber alles nach wie vor mit dem linken Fuß, deswegen ist das Tor extra auf der rechten Seite ausgebaut. Genau. So, nach meiner Farbschwäche und zusätzlich meiner Rechts-Links-Schwäche, die ich zum Glück gerade nicht zur Geltung gebracht habe, können wir mal starten mit dem ersten Testlauf. Also, klar. Schussknaller.
So, Wechsel. Wechsel. Ja. Jetzt war ich gerade drin. Also du musst dich aus dem Rhythmus ausbremsen. Zweitens hast du den Heimvorteil. Obwohl. Ja. Haben wir beide. Nein. Fabio wohnt nicht natürlich hier, aber. Noch nicht, ja. Noch nicht. Aber wir arbeiten regelmäßig und fleißig hier. Sagen wir so. Okay. So. Ja, ich will auch einfach. Gut. Ziehen. Kappen. Ziehen. Fußwechsel. Ziehen. Kappen. Schiebekontakt. Schau, ich hab schon weg. Deswegen wollte ich auch mal üben, weil sonst im Wettkampf habe ich dann keine Chance gegen dich. Ja, alles gut. Also. Ziehen. Kappen. Ziehen. Fußwechsel. Ziehen. Kappen. Schiebekontakt. Schweini. Boah. Schränkt. Schiff. Schussfinte. Und rot. Oh. Bam! Schön. Das war ein richtiger Knaller. Das war ein Kreuzeckschuss. So, immer im Wechsel. Okay. Starten nochmal. Erzähl uns doch nicht. Schön wär's. So. Ziehen. Doppelpass! Ich spiele den mit. Also, Entschuldigung. Ich dachte, das wäre die Übung für den Nachbarn. Alles gut, deswegen stehe ich aber. Also, ziehen Kappen, ziehen Fußwechsel, ziehen Kappen. Schweini. Hopp, hopp, hopp. Blau. Hütchen im Weg. Gegenspieler im Weg. Rot. Oh, Entschuldigung. Das nehme ich jetzt dran. Das war leider daneben. Alles gut. So. So, hier noch eine Runde. Die Augen mal daheim. Übt nochmal fleißig. Wir werden gleich Wettkampf ausbauen. Deswegen nutzt die Zeit nochmal. Macht ruhig im mäßigen Tempo. Rot. Und schaut, dass ihr wieder rein. Sehr gut. Also, letzte Runde für mich. Kann ich hier stehen bleiben oder ist hier weiter in Gefahr? Also ich fände es überragend, wenn ich draufstehen willst. Ja? Aber mal einfach aus Prinzip. Okay, ich glaube. Braucht mir jemand, der oben drüber schaut. Okay. So, also, bereit mal. Los geht's. Fuß jetzt zu sehr gut. Zieh den Kapten. Schweini. Dann. Zieh da am Ende. Hopp. Schussknaller. Oh. Oh. Ah. Das war gefährlich, gefährlich da oben. Ich habe keinen Chip mit links, habe ich gerade festgestellt. Also, schade, ja. Oder zu deinem Glück, je nachdem. Ja, zu meinem Glück, aber keine Sicherung. So. So. Oh, jetzt wird es schwieriger. Wir steigern das Ganze jetzt für uns zumindest. Ihr könnt es nach eurem Belieben auch machen. Wenn ihr zum Beispiel zwei Farben haben solltet, nehmt die ruhig her. Wenn ihr jetzt zum Beispiel nur blau und gelb haben solltet, dann macht ihr einfach das blaue Tütchen blau und definiert für euch selber das Rottütchen zu gelb. Dann merkt ihr einfach, wenn ich sage zum Beispiel blau, macht ihr blau logischerweise. Wenn ich sage rot, dann macht ihr daheim halt einfach gelb. Dann habt ihr natürlich das doppelte Training noch. Ihr habt den Handicap, muss man auch fairerweise sagen. Aber ihr habt noch ein zusätzliches Training und wir beide sind ja auch schon, wir kratzen ja schon an die 40 in der Marke sozusagen. Und dementsprechend sind unsere Denkprozesse ein bisschen langsamer. Ihr seid jung, munter, motiviert und sucht die Herausforderungen, die wollen wir euch geben. Also versucht jetzt einfach dann mit den Farben, okay? Gut. Wenn ihr keine Farben haben solltet, könnt ihr auch gerne einfach zwei verschiedene Sachen nehmen. Also ein Buch, eine Flasche. Oder irgendwas, okay? Bitte nur schauen, dass es nicht zerbrechlich ist. Gut. Dann. Hat die Mitte jetzt auch eine Bedeutung, oder? Richtig. Gut. Das heißt, blaue Ecke, rote Ecke und Torwart. Torwart. Genau. Okay, dann, wenn das Codewort Torwart kommt, also. Dann hat der Torwart leider gerade in den Himmel geguckt und dann können wir den Moment nutzen und ihn durch die Beine in den Ball schieben, okay?
Also, blau, rot, Torwart. Okay. Gut, also, Wettkampf, Entschuldigung, genau. Für neue Leute, die Rahmenbedingungen. Jeder von uns macht jetzt insgesamt 3 Runden. Wer von 3 Runden mehr Treffer hat, bekommt letztendlich den Punkt. Den Sieg. So, den Punkt bekommst du bei jedem Treffer logischerweise. Aber für mehr Punkte, derjenige, der mehr Punkte hat, gewinnt den Wettkampf. Genau. Ihr macht da einfach mit und versucht uns zu überbieten. Maximal geht aktuell 3 Punkte. Wer alle 3 Punkte trifft, kriegt natürlich einen Bonuspunkt und kriegt dann 4. Genau. Schauen wir mal. So. Also. So, Fabi. Ich brauche ein Startsignal. Unsere Nachbarsrivalität wird hochgelebt. Das stimmt. Also. Und los geht's. Minuspunkt. Rot, ein Torwart. Boah, das zählt, oder? Das zählt. Wie? Achso, wir machen es ab so. Ja. Durchlaufen kann. Immer wenn ich im Fluss bin. Ja, erstens muss ich dich aus deinem Rhythmus bringen, zweitens hat dir das ein oder andere Training gezeigt, dass du bei Liegestützen auch nicht mehr eine Pause brauchst. Wir machen mal weiter. Dafür kannst du laufen wie eine Gazelle. Okay, gut. Gut, los geht's. Gleich ausgehauen. Sie sind schärfer auf einmal hier drin. Also für mich war ganz klar Torwart angeschossen, abgeprallt rein. Oh, da müssen wir noch ein bisschen. Aber. Bitte, 1-0. Einen Moment. Ah, Schiri sagt nein. Leider, Videobeweis sagt kein Tor. 1-0 für. Nee, für ja. Fabio? Ja, richtig. So, okay. Also. Los. Wie A gegen T, gell? Mhm. Also. Blau. Ah! Den Torwart mit reingeschossen. Das war aber auch. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ah, doch, das war hier. Schön außen. Also, na gut. So kein Vorteil. Wie gesagt, kein Vorteil, eindeutig, aber gut. Der Schiri. Ich höre nur 2-0. Will nicht durchgreifen, dann müssen wir es leider akzeptieren. Also 2-0. So. Oh, wo liegt der Ball? Kann ich an der Schärfe so. Das ist okay. Der Druck im Derby, weißt du? Ich weiß. Und los. Heidewitzka. Das habe ich eine klare Nummer, oder? Oh, man kann ein Video benutzen. Ah, also in dem Fall, irgendwie habe ich Aggression gegen Blau. Ich kann gar nicht verstehen, warum. Hast du da so eine Ahnung? Verstehe ich auch nicht. Kann ich nicht verstehen, obwohl du was Blaues ja anders, ne? Eben. Also. Okay. Shit, 2-0. Das heißt, jetzt? Also, Fabi. Um 10 Liegestützen. Letzte Runde 10 doppelt. Ja gut, will nicht so sein. Ich hole mir jetzt meinen 4. Punkt. Okay. Na, schauen wir mal. Also, seid ihr bereit, daheim steht bei euch? Habt ihr auch 2 von 2 getroffen? Oder? Das ist die Universität. Manchmal muss man Risiko gehen. Also, Runde 3. Bitte. Ja. Das dauert mit extra. Also, dieses Provozieren, immer wenn man in Führung ist, dieses Zeitspiel. Blau! Oh! Ausgleichsmöglichkeit. Ausgleich ist da. Es wäre ja nicht der Druck so groß, dass man noch gar nicht getroffen hätte. Wenn es trifft, triffst dann jeder 5. Achso, ausgeführt, aber gerade unentschieden, aber gut. Du willst ja wohl die Geschütze machen, verstehe. Also, andere Seite geht's los. Also, ziehen, kappen, ziehen, Fußmetzel, ziehen, kappen, hopp, 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 yes, und. Und rot. Das war der Torwart. Also ich merke, viel zu viel Schärfe,
viel zu sehr fixiert auf den Torwart. Keine Chance. Ja. So ein Debakel. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, passt. Sogar durchziehen. Wenn ich schon das Risiko gehe. Nicht schlecht. Die Herausforderung zum Debakel. Ja. Gut. Dann. Stabilschein. Weiter. So. Also. Du musst da rein, jetzt gehen wir rüber zur Stabi und Kräftigung. Da haben wir einfach eine Kopplung auch von Übungen vorbereitet. Drei Stück letztendlich, die ineinander greifen und aufbauen sind. Mach ich vor, du erklärst, oder? Ja. Also wir machen erst den Handwalk. Das heißt, schaut einfach, dass eure Knie nach Möglichkeit nicht angebeugt sind, sondern bleiben immer gestreckt. Das heißt, nicht in die Beuge gehen. Wenn ihr Probleme habt, runterzukommen, macht einfach die Beine breiter. Dann kommt ihr auf jeden Fall runter. Wenn ihr beweglicher seid, lasst sie geschlossen. Das ist dann eure Entscheidung. Und dann arbeiten wir uns mal langsam nach vorne, bis wir die Liegestützposition erreichen. Schauen, dass wir ein schönes Brett haben. Genau. Muskulös ausfallen. Dann machen wir zwei Liegestützen. 1 und 2. Dann drehen wir uns auf die rechte Seite. Genau. Schauen wir uns den Brust noch ein bisschen. Genau. Dann haben wir eine schöne gerade Position. Und dann versuchen wir zusätzlich den Arm hochzustrecken. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Alternative, wenn ihr es anspruchsvoll haben wollt. Fabi kann super. Sensationell, Fabi. Das machen wir noch 20 Sekunden. Insgesamt 30. Danke, Fabi. Und dann drehen wir uns quasi wieder auf den Bauch, so also auf die Position Unterarmstütz und arbeiten uns im Handwalk wieder zurück und richten uns dann schlussendlich wieder auf. So, das war die Übung. Die machen wir jetzt insgesamt zweimal, einmal für rechts seitwärts Unterarmstütz, einmal für links. Ich habe natürlich keine Isomatte hier auf unserem feinen Bambi-Rasen. Dann schaust du genau hin, ob was ich falsch mache. Ja, ja. Und dann ziehe ich darüber. Also, ich gehe auf die andere Seite, mach trotzdem mit. Okay. Damit wir hier im Synchron balancieren, tanzen, nein, schwimmen. Ja. Also, Stabenprogramm, genau. Fangen an. Also, erste Variante, seid ihr bereit? Ihr könnt auch zur Not, wenn ihr daheim habt, eine Isomatte nehmen. Ist aber kein Muss. Teppich reicht auch vollkommen. Genau. So, also, ihr geht runter, soweit ihr könnt. Arbeitet euch dann schön nach vorne. Immer schrittweise. Wir machen zwei Liegestützen wieder. 1 und 2. So, drehen uns mal auf die Seite. Können auch runtergehen. Genau. Und dann, wenn ihr merkt, ihr kippt zum Beispiel weg, könnt ihr auch den Fuß vorsetzen und hinter, dann habt ihr mehr Stabilität. Und dann halten wir das Ganze 30 Sekunden. So, Fabi ist very professional. Schultern muss hinten rausdrücken. Yes. That's it. Jetzt gehen wir wieder auf die Ausgangsposition. Und dann drehen wir wieder nach vorne. Hände wieder auf. Und dann arbeiten wir uns zurück. So, das war Runde 1. Sehr gut. Gut. Kurz durchschnaufen, kurz sammeln. Und dann machen wir die zweite Variante. Und dann drehen wir uns quasi seitwärts nach rechts, beziehungsweise auf die linke Seite. Auf die linke Seite. Genau. Gut, jetzt haben wir es wieder soweit. Dann auf geht's, zweite Runde. Und wir arbeiten uns wieder vor. Wir machen wieder zwei Liegestützen. 1 und 2. Drehen uns wieder auf die Seite. Wie gesagt, könnt ihr wieder die Position halten. Könnt den Fuß öffnen. Das könnt ihr eurem Belieben nach der Belastung anpassen. Das machen wir dann insgesamt wieder 30 Sekunden. Kannst du einfach auf die Uhr zu schauen währenddessen, ohne die Balance voran zu verlieren. So, 10 Sekunden noch. Schau, dass ihr nicht hier durchhängt, dass ihr oben bleibt. Und dann gehen wir wieder nach vorne in die Liegestützstellung
und arbeiten uns wieder zurück. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt haben wir noch eine Runde, ne? Genau. Einmal links und einmal rechts. Ne? Dann geht's weiter. So. Dann. Ist der Boden bei dir auch so weich wie bei mir? Also ich kann es nur bestätigen. Wembley-Rasen in Hausgebrauch. So. Gut, Fabi. Ich bin ready. Jo. Dann gehen wir es an. Auf geht's. Und wieder zwei Liegestütze. Seite kippt, nicht schlimm. Wenn ihr Seite kippen solltet, einfach kurz absetzen, wieder hochgehen und die Position wieder finden. Wieder 30 Sekunden. Eure favorisierte Variante. Wichtig ist nur, wenn ihr eine Seite macht, wie zum Beispiel jetzt beim Fabi im Arm schwingen, dann müsst ihr es auch auf der anderen Seite machen, damit ihr synchron. Genau, damit ihr es schön gleichmäßig eure Muskulatur ausbildet. Nicht, dass ihr im rechten Arm dann einen Bizeps habt von 10 Kilo und links keinen. So, und wieder aufrichten. Und dann gehen wir wieder zurück. So, reden und über und durchführen. Immer noch was anderes. Eine letzte Variante haben wir noch. Oder eine letzte Wiederholung. Variante bleibt die gleiche. Auch hier wieder, dass wir nicht die eine Seite übertrainieren, immer gleichmäßig ausbilden. Genau. Das heißt, wir gehen jetzt wieder nach rechts auf die linke Seite. Richtig, sehr gut. Gut, letzte Variante und auf geht's. Wir tippen uns wieder vor. Zwei Liegestützen. Eins. Zwei. Gehen wieder auf unsere Seite. Und halten. 15 Sekunden noch. Noch knappe 10. Und wieder vordrehen. Und wir arbeiten uns wieder zurück. So, Leute. Haben uns eine Pause verdient, oder? Sehe ich auch so. Also ihr auch daheim. Wir machen alle eine kurze Pause. Das heißt, schnappt euch was zum Trinken, kurz wieder Kräfte sammeln und wir machen gleich weiter, okay? Super mitgemacht, bis dahin. Bis gleich. Und bis gleich. Frisch und munter. Wir gehen über nach dem Kräftigungsteil nun in die letzte Technikvariante. Das heißt, wir nehmen eigentlich den Aufbau 1:1 identisch her, machen das Ganze nur ein bisschen spiegelverkehrt letztendlich, vielleicht mit ein, zwei manuellen oder minimalen Änderungen. Dazu müssen wir das Tor kurz übertragen. Das heißt, so ist unser Tor 1,50 Meter, wenn wir den Abstand halten. Genau. So, uns. Dann unsere Torhüter einbauen. Sollen wir die schon einbauen? Ja, klar. Okay. Ich muss das mal üben. Ich glaube, da ist kein gelbes Hütchen da liegt. Deswegen treffe ich nicht. Zeit zu viel. Ja, da läuft ja wirklich smooth. So, also. Wir fangen relativ identisch an wie vorhin. Hier den Teil werden wir minimal ändern. Das heißt, bei Standrekombination haben wir vorhin angefangen auf der linken Seite mit Ziehen Kappen. Wir starten jetzt auf der
rechten Seite machen ziehen Fußwechselkappen. Das heißt, wir ziehen jetzt halt nicht mehr mit dem linken rüber und kappen mit links zurück, sondern wir ziehen mit dem rechten, kappen mit dem linken zurück, ziehen. Wir fahren sogar anders da. Ja, wurscht. Wir fahren auf der anderen Seite an. Mein Fehler. Tut mir leid. Also, wir fahren auf der linken Seite wieder an, wie vorhin auch. Das heißt, wir fangen an wieder mit ziehen, Fußwechsel, kappen. Das heißt, ziehen, kappen zurück, machen, ziehen, zurück auf die andere Seite, ziehen, Fußwechsel, kappen, ziehen, zurück und gehen dann vorne raus. Das heißt, hier haben wir jetzt sozusagen eine dritte Standtrittkombination dabei. Deswegen müssen wir wieder links anfangen. Ziehen, Fußwechsel, kappen, ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, kappen, ziehen zurück. Gehen dann mit dem Schiebekontakt nach vorne raus. Versuchen, je nach Raumgröße, Tempo aufzunehmen. Oder andernfalls, wenn das Dreieck sehr klein sein sollte, lassen wir den Trick, den Frontaltrick weg. Machen dann einen Übersteiger-Finte nach außen links weg. Das heißt, ja, schade vielleicht nicht, aber wie gesagt, schon gut, klopfen wir mit dem Nachbarn. Also, fangen wir an mit dem linken Fuß, hopp, hopp. Selbst der Abstand hier ist in dem Fall relativ eng. Das heißt, Schiebekontakt behutsam. Fangen wir an mit doppelter Übersteiger-Finte. Das heißt, der linke Fuß fängt an mit dem Übersteiger, Finte, raus, Sidan, mit dem rechten Fuß übersteigen, links rein, Schussknaller, mit links zurück, Schussfinte mit links und jetzt halt hier mit rechts. Und der Farbe macht nämlich die Ansage bei Schussfinte, zum Beispiel blau. Und dann vielleicht nicht mit Fee spielen, sondern normal spielen. Und dann kriegen wir das Ding auch in die Ecke rein. Genau. So. Fabi. Gut, jetzt müssen wir überlegen, wo Schussfinte ich am besten hin. Ich glaube, da ist am besten. Ja. Okay. Also. Ziehen, abkappen. Ziehen zurück. Ziehen zurück. Vorsetzen, Standbein. Nicht stehen lassen. Oh. Dass man nach vorne hüpft. Hopp. Dann ziehen, Fußwechsel, kappen. Ja. Ziehen zurück. Wunderbar. Vorne rausgehen. Kurze Distanz. Hopp, hopp, hopp. Schnelle Füße. Sehr gut. Hopp, hopp. Schussfinte. Oh, und rot. Oh, nicht mal dann. Müssen wir nochmal machen. Also, der Winkel ist deutlich spitzer, merkt man hier. Also, wir merken es gerade, das Tor, wenn wir es vergleichen hier, du warst dann noch relativ in eine frontale Position, wo wir rausgekommen sind. Hier ist es tendenziell ein Tick mehr nach. Sag jetzt, genau. So. Hopp. Ziehen zurück. Ja, da haben wir es vergessen. Nochmal. Also, hopp. Ziehen von den Kappen, ziehen zurück. Ziehen Fuß aus der Kappen, ziehen zurück, schiebe Kontakt raus, links, rechts, hier, hopp, hopp, Schussfinte und blau. Hoppa. Das hat keiner gesehen. Also ich merke auch schon, grundsätzlich ist das so etwas Zweites, was ich auch auf meinen Spielern immer sage, die halbe Miete ist auch wieder reinliegt. Das heißt, wenn du natürlich rechts schießen wollt, versucht immer, dass der Ball mehr tendenziell auf der rechten Seite liegt, natürlich, wenn er hier mit links schießt. Links liegt und dann wollte ich mit rechts schießen, dann geht der Ball zur Eckfahne. Deswegen schaut, dass der Ball immer gut liegt. Lieber einen Tick zu weit vorne als zu nah am Körper auch, weil dann habe ich diese Abbremsbewegung auch immer drin. Leichter gesagt als getan, gell? Manchmal. Bogen vergessen. Bogen anlaufen, genau, richtig. Gutes Stichwort. So. So. Ja. Ziehen zurück, raus. Und links, rechts, ab. Zack, Schussknaller. Blau. Oh, was war das denn? Muss ich noch mal was. Nochmal. Schussfinte. Immer noch blau. Ein wunderschöner Pfostenblatt. So, wir wechseln nochmal, Fabi. Gut. Schau ich mir das nochmal an. Dass ich keinen Wettbewerbsnachteil habe für später. Das war übrigens auch ein Grund von vorhin, warum das hier nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Ah, meine Wiederholungsanzahl. Ja, also die Dopingkontrolle hat das schon bemängelt. Na gut. Leider nur eine Ermahnung gegeben. Das Ergebnis hat gezählt. So, also. Ziehen, Fußwechsel, kappen. Ziehen, zurück. Ziehen, Fußwechsel, kappen. Ziehen, zurück. Vorne raus. Links, rechts, links. Hopp, hopp.
Zack, Schussfinte, Abwort. Oh. Ich habe jetzt so lange gewartet, dass du auch da hier super treffen kannst. Das ist schön eingehen, oder? Aus dem Rhythmus. Ich warte schon und komm nichts. 1-1. So. Also. Also ihr merkt das schon eigentlich ist der Ablauf relativ identisch. Wir haben ein bisschen die Standtrick-Variante verändert, nochmal mit eben nicht mehr mit wie beim Ziehen vorlegen, sondern wir haben einfach einen Ziel-Fuß-Wechsel-Kappen drin. Das heißt, wir tun eigentlich so, dass wir einen Ziel-Fuß-Wechsel machen, wir dann rausgehen, Kappen ab, ziehen zurück als zusätzlicher Trick am Ende noch dazu. Mhm. Und da drüben hatten wir vorhin Schweini, könnt ihr auch beibehalten, natürlich, wenn ihr mit links weiterarbeiten wollt. Oder eben als Alternative, als Variante, haben wir jetzt hier einen Übersteiger-Finte. Genau. Ansonsten Schussknaller, Schussfinte, alles identisch, nur der linke Fuß und Schuss mit rechts. So, jeder übt nochmal daheim eine Runde, beziehungsweise zwei jeder, wir jeweils eine und danach gehen wir in den Wettkampf rein. Da bin ich noch. Kein Fahrer angesagt. So, darf ich nochmal? Ja, okay. Ich bin mal nicht so. Sehr überehrgeizige Farben. Ja. Ich freue mich auf das nächste Pokalspiel wieder. So. Wiederspiel. Also. So, und los geht's. Ziel. Nochmal. Fokus rein. Ist drinnen. Visualisieren. Ja. Also. Also das war ja mal eine Nullnummer. Aber ich glaube, es lag auch hier dran. Schau mal, so nett bin ich. Das dürfte es gehen. Ja, danke. Also es war... Der Fussel. Also, hopp, 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 Anlauf, hopp, zack, hopp. Vorwärts. Sieht man wieder, dass man immer wach sein muss, ne? Gut. Nochmal zum Start. Liebe Freundlein, wir starten mit dem Wettkampf. Jeder von uns hat diesmal eine verkürzte Runde nur 2 Runden. Das heißt, ihr daheim 4, wenn ihr es gut macht. Oder ihr habt jemanden auf daheim, mit dem ihr antreten könnt, dann macht es gerne, ansonsten spielt ihr gegen uns. Das heißt, sucht euch Bruder, Schwester, wie auch immer, nehmt ihr euch mit ins Boot und dann macht den Wettkampf gegen die und dann schauen wir mal, wer mehr Treffer erzielt. Genau. Farbwahl können wir auch ändern, wenn ihr es ein Spiel machen wollt. Einfach. Das machen wir jetzt. Mhm. Wir, Torwart bleibt Torwart. Rot ist jetzt wieder und blau ist grün. Gut. So. Eingespeichert. Gut. Schauen wir mal, ob ich noch weiß später. Also, stay bereit sein. Dann starten wir und los geht's. Na, nervös? Wir fangen nochmal an die Uhr. Ja, starten. Also Leute, jetzt sind aber alle guten Dinge sind drei, danach geht's Minuspunkt. Druck aufbauen hier. Funktioniert. Okay. Lila! Fast. So. Oh, das geht's ab. Das gibt's doch nicht! Zu viel. Weniger Schmackes rein und mehr Gefühl. Genauigkeit, genau. Und 0-0.
kann ich weniger Zelle, warte. Torn! Ja, aber doch. Da hat er vorgelegt. Da hat er dauert durch die Beine. Durch die Beine, wie man es kennt. Durch den Hosenträger, ne? So. Jetzt muss ich nachlegen, gell? Der Druck ist auf deiner Seite, ja? Und. Keine Punkte? Hast du mir aus dem Rhythmus gefragt? Ich schenke dir einen Punkt. Schenk das ist der Wahnsinn. Ich schenke dir einen halben Punkt. Schau mal her. Okay. Ich merke es auch heute im Oberschenkel. Ah, okay. So, erzähl mal, was habt ihr da in der Reise? Zwei, drei, vier? Also ich glaube, ihr habt gewonnen. Mehr als wir, ja. Das sollte machbar sein. Und ja. Ich würde sagen, damit schließen wir diesen Teil ab. Und ganz kurze Pause nur tatsächlich, ganz schnell. Das heißt, du mal schnell alles aufräumen. Wir brauchen jetzt einfach nur Platz. Das heißt, wir brauchen wirklich kein Material mehr. Das heißt, wir räumen alle Hütchen auf. Wir brauchen nur noch einen Ball. Das Tor darf auch raus. Wo es kommt, steht, das machen wir später, oder? Kräfte sparen. Genau, für den Wettkampf, okay? Kurze Rückenpause und sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Mitgebracht, das ging ja schon ein bisschen, sagt man, viral. Im Insta haben sich schon verschiedene Trainer auch schon ein bisschen selber miteinander gespielt. Das heißt, ich bin Kofferpacken. Das heißt, Fabio und ich werden mal abwechselnd quasi einen Trick nehmen und den dazu packen. Und gleichzeitig muss natürlich immer wieder der Trick vorweg wiederholt werden. Das heißt, ich kenne sie ja bestimmt auch von daheim oder von früher noch. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste. Dann sage Fabio, ich packe einen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste und das Klopapier. Dann sage ich wiederum, ich nehme mit einer Zahnpasta, Klopapier, Mistfeder, Zahnbürste, Klopapier und dementsprechend hätte ich verloren. Genau. So, so läuft es bei uns auch ab. Bloß, dass wir das jetzt mit Tricks machen. Das heißt, hier ist immer der Startpunkt. Wir fangen an mit einem Trick. Und der nächste muss quasi den Trick fortführen immer. Immer abwechselnd machen wir das letztendlich. Jeder von uns hat einen einzigen Fehlversuch. Das heißt, wir haben einen Joker sozusagen oder ein Leben. Sozusagen, wenn wir ein Leben verlieren, haben wir ein Leben verloren und so weiter. Sollten wir danach nochmal einen Fehler machen, sind wir raus. Also eigentlich haben wir zwei Leben ganz genau. Genau. Mhm. Das ist der Plan. Also, wir fangen einfach mal ganz einfach an. Für euch daheim, ihr könnt natürlich jetzt schlecht sagen, ah ja, bitte macht mal den Trick und noch hängt irgendwas dran. Das heißt, eure Aufgabe ist immer, ihr versucht mit uns gleichzuziehen. Das heißt, wir legen immer vor. Und ihr macht das gleiche synchron mit. Okay, dann schaut mal, ob ihr die gleiche Trickreihenfolge noch intus habt, okay? Das heißt, ich fange jetzt an zum Beispiel, der erste Trick ist relativ simpel, wird ziehen vorliegen sein, hopp, hopp, und das war's schon. Das heißt, relativ einfach, jetzt muss der Fabi quasi den ersten Trick nehmen, ihr macht es parallel, nehmt euch jetzt den Ball, legt mir immer schon mal, es geht immer auf der linken Seite los sozusagen, weil wir immer ziehen vorliegen mit rechts haben jetzt sozusagen, und genau. Also dann, ich packe meinen Koffer mit ziehen vor und mache noch ein ziehen zurück und drehen. Genau, das muss ich quasi das Ganze aufbauen. Das heißt, jetzt nehmt ihr euch wieder den Ball, legt ihn euch wieder auf die linke Seite und dann müsst ihr nachdenken, okay, ich mache jetzt quasi den dritten Trick dazu. So, das heißt, ihr müsst wieder den dritten Teil aufnehmen für Kaleben. Ich packe meinen Koffer und nehme mit, ziehen vorlegen, ziehen zurück. Und packe dazu, ziehen, Fußwechsel. So, jetzt haben wir drei Tricks. Mhm. Haben wir das auch hinbekommen? Wenn ja, super. Aber jetzt am Anfang ist es relativ einfach. Fiona mal ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, Fußwechsel. Das sollten alle hinbekommen haben. Jetzt wird es immer mehr.
So, dann ich packe meinen Koffer mit, ziehen, vorlegen, ziehen, zurück und ziehen, Fußwechsel. Und dann packe ich noch mit rein einen doppelten Übersteiger und wir starten mit rechts. Das heißt, wir wollen auf die rechte Seite. Okay. Also. 1, 2, 3, 4. Das heißt, nur 5 Tricks zu packen. Okay. Also. Ich packe meinen Koffer und nehme ihn mit. Ziehen vorlegen, ziehen zurück, ziehen Fußwechsel, gehe vorne raus, packe Übersteiger, rechts, links, rechts und packe dazu eine Fußwinkel. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann so. Schusstrick Nummer 6. Ich packe meinen Koffer mit ziehen vorlegen, ziehen zurück, ziehen Fußwechsel, einen doppelten Übersteiger und einen Schussfinte nach rechts. Und als neuen Trick machen wir auf dem Rückweg noch einen Schweini auch nach rechts. Okay, wir haben es rechts. Weg. Gut. So, jetzt geben wir euch ein bisschen mehr Zeit mal, dass ihr auch halbwegs leiten könnt. Das heißt, wenn wir den Trick gemacht haben, einfach ihr kurz selber machen lassen und dann von kurzem Beine ruhen, dass ihr einfach auch Zeit habt, falls ihr ein bisschen nachdenken müsst, mal kurz, ah, welcher Schritt war es jetzt nochmal, dass ihr auch mitziehen könnt, okay? Gut, also. Das ist ja schwieriger. Ja, wird schon anspruchsvoller. Also, ziehen, vorlegen, ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, vorne raus, doppelte Übersteiger, hopp, Schussfinte, dann Schweini, hopp, hopp, und eine Sohlenwende mit links packe ich noch dazu. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt wie viel Tricks? 7, kann sein? Wir sind jetzt beim 7. Ja. Okay. So, dann geben wir euch nochmal kurz Zeit. Ich gehe nochmal in mich. Also, gehen wir nochmal hin. Was haben wir als erstes? Ziehen vorliegen. Ziehen zurück. Ziehen zurück. Ziehen Fußwechsel. Doppelte Übersteiger. Schussfinte. Schweini und die Sohlenwende. Okay. So, Trick Nummer 8. So, also ziehen vor, ziehen zurück, ziehen Fußwechsel, dann machen wir hier doppelt Übersteiger rechts, Schussfinte, auf dem Rückweg ein Schweini und eine Sohlenwende und dann machen wir noch eine Sinanrolle. Okay. Bitteschön. Trick Nummer 8 kommt dazu. So, wir brauchen 9. Also starten wir auf links, ziehen vorliegen, ziehen zurück, ziehen Fußwechsel, Doppelübersteiger, Schussfinte, dann Schweini, Sohlenwende, dann kommt Zidane-Rolle und dann machen wir eine Zidane-Wende hinterher. Und dann haben wir Trick Nummer 9. Kurze Frage, die Sinanwende nach links, oder? Ja. Ich wollte gerade was anderes fragen, dich eigentlich. Weißt du vielleicht den Unterschied zwischen der Sinanrolle und Sinanwende? Ja, das ist schon im Namen. Das heißt, eine Wende, wir wollen quasi in der Spielsituation quasi in die entgegengesetzte Richtung, wo wir gerade in Laufrichtung sind. Und in der Rolle machen wir klar, quasi leicht seitlich versetzt, gehen wir in dieselbe Richtung, in der wir schon am Anfang standen. Kontaktzahl? Kontaktzahl ist bei der Wende 3 Kontakte, das heißt ein- und Stoppkontakt, dann Schiebe und wieder Richtungskontakt. Und bei der Sinanrolle kannst du selber mal mitzählen. Kannst du mal in die Kommentare reinschreiben. 2. Okay. Richtig. Schön verraten. Achso, okay. Ah. Okay, ich kann mich bei Marc bedanken, aber wir starten mal. So, jetzt bin ich ganz raus, jetzt muss ich noch überlegen. Okay, wir starten mit ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, Fußwechsel. Doppelter Übersteiger, Schussfinte, gerade noch, Schweini, Sohlenwende, Sidanrolle und eine Sidanwende nach links. Richtig. Das heißt, als nächstes machen wir dann ein, was könnten wir machen? Seguberto Conte. Mit rechter Fuß, links geht drüber, rechts kommt. Okay. Alles gut? Mhm. So, das heißt, wir sind jetzt schon
Sind wir schon bei 10? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir sind bei 10. Ich kann auch nicht mehr mitziehen. Ich zähle mal mit. Aber ich glaube, wir sind bei 10. Okay. So. Okay, schauen wir mal. Also, hopp, 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 hopp. Zack, Schusswinde. Oh, das war eine Schusswinde mit der Sohle. Könnten wir einen so Finger hauen. Schweini, Sohlenwinde. Dann Sidan, Rolle, Sidan, Wende und dann noch Serberto Konter und dann noch eine Ribéry-Wende dazu. Stimmt das? Also ich habe mitgezählt 10 Stück und du machst jetzt den 11. Also. Dann? Gut, dann geben wir euch noch mal kurz Zeit, kannst du mal schnell durchschnaufen. Ich will nur Zeit schonden, um selber nochmal dran zu lernen. Okay, ich glaube, ich bin bereit. Ziehen, vorlegen, ziehen, zurück, ziehen, Fußwechsel, schieben, dort wieder übersteigen, Schuss finden, dann den Schwein nach hinten weg, Sohlenwende, sie dann Rolle, sie dann Wende nach links und jetzt den Seroberto Conta, den machen wir nochmal, zu lange überlegt. Seroberto Conta und hier einmal die Ribéry-Wende. Habe ich was vergessen? Ja. Nein. Doch. Was denn? Einen Trick anzubauen. Achso, ja gut, aber das zählt ja noch nicht. Das heißt, ich kann jetzt mir nochmal überlegen, wir nehmen nach der Ribéry-Wende, nehmen wir nochmal einen Flickflack hinein. Das ist jetzt das Zeitspiel an, aber gut. Man muss mit allen Mitteln gehen. So. Dann sind wir bei 12. Schon, oder? Puh. Respekt. Also. Okay, dann geht's los. Ziehen vorlegen, ziehen zurück, ziehen Fußwechsel, doppelter Übersteiger, Schussfinte, Schweini. Sohlenwende, dann sie dann Rolle, sie dann Wende, dann Seroberto Conta, dann Ribéry, hopp, Flickflack, hopp, hopp und Schluss klar. Schön in die Hand hinein, ja. War ein bisschen zu eng. Okay, so. Schussknaller mit rechts. Schussknaller, so auf hier. Nur noch ein Zeitdruck rein. Schau mal, dass wir ein bisschen flüssiger bekommen. Und los geht's. Ab sofort machen wir Golden Goal Modus. Wer zuerst einen Fehler macht, ist raus. Das hat mich rausgebracht. Und noch eine rechte Sohlenwende. Gleich aber am Schuss hinterher. Aha. So, 14. Schaffen wir die 100. Ja, wir haben 105 Tricks. Ich war da. Wir werden ruhiger. Die Konzentration wird gebraucht. Ah, wir haben das Bild raus. Und. Ah, toll. Ist toll. War zwar nicht so geil, aber was war der letzte Trick? Skulptur, ne? Skulptur mit links. Ja, links. Okay. Ziehen vor, ziehen zurück. Und der Übersteiger, Schuss finde, Schweini, Sohle, dann Wende, sie dann Rolle, sie dann Wende, Ribéry, Wende, Flickflack, sind noch falsch rausgekommen, Schussknaller, Sohlenwende nach rechts raus,
Aber jetzt haben wir das letzte vergessen. Erstes Leben weg. Ist gut, Jan. Aha, ist gut. Kommt mal ein Trick an. Nach dem Skulpturen, das heißt, wir kommen hier raus, machen wir dann. Ein Trick muss überpassen, glaube ich. Bitte? Bro, was willst du vorschlagen? Skulpturen, Skulpturen. Was soll man machen? Okay, dann. Elastico. Elastico. Ja. Also, letzte Runde. Dann lassen wir es auch gut sein, weil sonst glaube ich, wird das ein Never-Ending-Ding. Beziehungsweise. Ja. Ja. Also, ziehen vorlegen, ziehen zurück, ziehen Fußwechsel, dann Doppelübersteiger, auf Hop. Ich merke gerade, glaube ich, aus dem Bild raus. Dann Schussfinte, Shiny. Was wollen wir denn, gell? Ich weiß nicht mehr. Was wollen wir denn? Zidane, Rolle, Zidane. Wende. Roberto Conta. Ribéry. Flickflack. Oh, ich bin nicht gut. Hopp, hopp. Schlussknalle. Runterlaufen. Sohlwende. Scootern. Und danach der Elastico. So, hier Stopp. Ich weiß nicht, wie lange sind es? 14? Kann das sein? 15? 14, 15, ja. Könnt ihr auch noch mal. So, ein Dreh rum. Das heißt, Aufgabe für euch: Filmen. Filmt euch selber dabei. Macht die Trickkette, führt sie fort. Baut uns noch 5 oder mehr Tricks an. Macht uns die längste Filmkette. Schickt ihr uns, teilt ihr uns, verlinkt uns. Hashtag MFS Fußballtraining. Und wir freuen uns. Genau. So. Hiermit lassen wir mal das Spielchen gut sein, ja. Beziehungsweise nicht gut sein, sondern ihr macht es dann weiter, das ist eure Hausaufgabe. Wir geben noch den freundlichen Hinweis, das Online-Training findet jede Woche auch in verschiedenen Formaten nochmal statt. Dienstag Fördertraining, Mittwoch Torhüter, Donnerstag Kindergarten, Freitag Athletik, immer 16 Uhr, also viermal die Woche haben wir was angeboten wird in YouTube. Bitte liken, teilen, Reichweite uns geben, überall uns markieren, Hashtag, vor allem wenn ihr es selber probiert, nimmt uns immer mit, Hashtag MFS Fußballtraining und wir freuen uns, genau. Fabi, danke, euch danke daheim, bleibt gesund und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Training. Also, alles Gute, alles Liebe, danke euch. Ciao. Ciao, ciao.